Bei mir ist Herr Philipp Ostermann. Er ist Lehrer an der Schillerschule in Hannover und er kommt jetzt gerade aus dem Unterricht und war oder ist auch Preisträger des Deutschen Lehrerpreises 2014. Herr Ostermann, waren Sie überrascht, als Sie wussten, dass Ihre Schüler Sie vorgeschlagen haben? Sagen wir so, ich war überrascht, dass ich den Preis bekommen habe. Aber dass ich vorgeschlagen wurde, das fällt eher unter die Kategorie, ich traue Ihnen alles zu. Wie ist denn die Schulleitung und das Kollegium, wie sind die denn damit umgegangen? War das was Neues? Kannten die den Lehrerpreis oder wie haben die reagiert? Den Lehrerpreis kannten sie. Soweit ich weiß, liegen die entsprechenden Flyer, das entsprechende Werbematerial bei uns auch regelmäßig aus. Bekommen hatte ihn nur noch vor mir noch niemand. Und die Schulleitung war begeistert und von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen habe ich auch sehr, sehr herzliche, unglaublich mitfühlende Dankesbezeugungen bekommen. Die waren unglaublich stolz auf mich. Was denken Sie denn, warum haben die Schüler Sie denn damals vorgeschlagen? Sie wissen das ja wahrscheinlich, ne? Also das wurde ja dann eingereicht. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir noch Schüler hier hätten. Vielleicht wissen Sie oder können Sie sich noch erinnern, was denn so Gründe waren? Das war halt ein Jahrgang, den ich im Wesentlichen in der Klasse 10 übernommen habe. Und Klasse 10 ist sowohl in Latein als auch in Geschichte, gehört zu meinen Lieblingsjahrgängen. So einfach, weil die Inhalte mir liegen, weil ich da unglaublich viel Spaß dran habe. Und ich habe es offensichtlich geschafft, aus dieser Lerngruppe eine ganze Reihe Leute mitzureißen. Und wir sind dann auch in der Oberstufe einen guten Teil des Weges gemeinsam gegangen. Es war mein erster Geschichtsleistungskurs überhaupt. Meine erste eigene Kursfahrt, also Studienfahrt, wie wir dann gemeinsam nach Belgrad gefahren sind. Ich habe mit denen Facharbeiten geschrieben, ich war deren Tutor. Das heißt, wir haben auch unheimlich viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns sehr gut kennengelernt. Darum sagte ich ja vorhin, bei denen überrascht mich auch nicht mehr viel. Was würden Sie sagen? Was macht einen guten Lehrer aus? Ich denke, das ist ein bisschen schulformabhängig und klientelabhängig. Gesundes Fachwissen, würde ich mal sagen, ist am Gymnasium einfach eine Grundvoraussetzung. Dann sollte man authentisch sein. Also Schüler merken, wenn man ihnen etwas vorspielt vor der Klasse und nicht man selber ist. Man sollte einigermaßen offen und zugänglich als Person sein und durchaus auch ja, Spaß an der Sache haben, die man da macht, insgesamt gerne Lehrer sein. Gibt es denn bei Ihnen vielleicht aus der eigenen Schulzeit Lehrer oder Lehrerinnen, die Sie für einen Lehrerpreis hätten vorschlagen können? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage und zwar vor allen Dingen deswegen, weil ich versucht habe, das Ganze runterzubrechen auf die Frage, wen hätte ich denn nominiert. Ich hatte das Glück, ich war auf einer sehr guten Schule, ich hatte sehr viele hervorragende Lehrer und wenn ich nominieren müsste, also das Minimum, auf das ich gekommen bin, sind dann 5. Na, also in alphabetischer Reihenfolge wären das Bradtke, Möhn, Ovelgönne Jansen und Herr de Witt. Also ich könnte aber locker noch ein halbes Dutzend dazu schießen, die einfach toll waren. Haben Sie denn noch Kontakt zu Ihren Lehrern von früher? Zum Teil ja. Also sowohl zum Ehepaar Möhn als auch zu Herrn Bradtke, der inzwischen darf ich Michael sagen. Wenn ich in meiner ehemaligen Schule mal so durch die Räume komme, werde ich immer noch herzlich willkommen geheißen. Prima, vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Ostermann. Es war mir eine große Freude, hier zu sein.